50 Zubereitung pro Portion ca. 900 Kilokalorien, 32 Gramm EW, 28 Gramm F, 129 Gramm I kleiner als H für 2 Personen Scheiben TK Hefeteig, Klammer auf 450 Gramm, Klammer zu, 0 Gramm durchwachsen Räucherspeck, Klammer auf ohne Schwarte, Klammer zu, Kopfsalat, Klammer auf zum Beispiel Eisbergsalat, Klammer zu. Eine Dose Maiskörner, Klammer auf 140 Gramm Abtropfgewicht, Klammer zu, G saure Sahne, mittelscharfer Senf, I bis EL Zitronensaft, Z frisch gemahlene Pfeffer, Zucker, Frühlingszwiebeln unterstrich, minus 5 Erdem EA, Papierfehl für die Arbeitsfläche 1, den Hefeteig auftauen lassen, jeweils 2 Scheiben zusammenmin, mit warmen Händen durchkneten und zu einer Kugel formen. E beiden Teigkugeln 30 mit einem sauberen Geschirrtuch ab, unterstrich E zeigt bei Zimmertemperatur gehen, also ruhen und das Volumen E zrösen lassen. Zwischen den Speck feinwürfeln, den Salat waschen, in einem E abtropfen lassen und in Stücke zupfen. Den Mais in ein Sieb abgie unterstrichend abtropfen lassen. 100 Gramm saure Sahne, Senf und Zitronensaft in E Salatschüssel mit je eine Prise Salz, Pfeffer und Zucker verrühren. J in Backofen auf 220 Grad, Klammer auf Umluft 200 Grad, Klammer zu, vorheizen, ein Blech mit Back, Aktenzeichen belegen. Den Teig auf der bemehlten Arbeitsfläche mit einer Teig A, U zwei ovalen Fladen von 30 cm Länge ausrollen und nebeneinander all das Blech legen. Mit je 50 Gramm saurer Sahne bestreichen, dabei jeweils einen Rand von ca. 2 cm freilassen. Den Speck darauf verteilen und leicht pfeffern. Im Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, in 12 bis 15 Min. Knusprig braun backen. Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen und in feine Ringe schneiden, Klammer auf, siehe Spickzettel, Klammer zu. Die Flammkuchen aus dem Ofen nehmen und mit den Frühlingszwiebelringen bestreuen. Salat und Mais mit dem Dressing mischen und dazu servieren. Variante ebenso einfach geht Pizzabrot, 1 kleine Packung stückige Tomaten, Klammer auf 370 Gramm, Klammer zu, mit 2 Esslöffel Olivenöl verrühren. Eine Knoblauchzehe schälen und dazu pressen, Klammer auf, siehe Spickzettel, Klammer zu. Die ausgerollten Fladen mit der Tomatenmischung bestreichen, Klammer auf Rand freilassen, Klammer zu. Jeweils eine türkische Lira getrockneten Oregano da überstreuen. Eine Kugel Mozzarella abtropfen lassen, feinwürfeln und auf die Tomaten streuen. Im heißen Ofen wie beschrieben, backen. Dazu schmeckt ein bunter Salat. Hefeteig ganz leicht selbst gemacht, minus 4 Heizung an und